Willkommen in meiner Küche bei der Zubereitung von Reisauflauf mit Putenstückchen. Das ganze Rezept kommt vom Landhausteam und findet ihr in dem Buch Aufläufe. Es ist eigentlich ein ganz tolles Rezept, denn wir brauchen vorher nichts abwiegen. Wir benutzen heute einfach unseren Messbecher als Mengeneinheit. Und zwar, wir brauchen 3 Messbecher Wasser, 1 Messbecher Kondensmilch, eine halbe Tüte Tube Tomatenmark, 1 Messbecher Reis, eine Tüte Zwiebelsuppe und 2 bis 3 Putenschnitzel. Wir fangen mit dem Wasser an. Dafür nehme ich halt eben meinen Messbecher einmal aus. Denk mal, es sind volle gemeint. Da, 3 Stück haben wir. Kondensmilch kam 1 Becher rein. Im Rezept steht Kondensmilch mit 4% Fett. Ich hatte jetzt nur 7,5% Fett. Ich hoffe, das geht auch. So, jetzt mache ich den Messbecher eben einmal so auf den Kopf, damit das jetzt nicht rumtropft. Und eine halbe Tube Tomatenmark. Ich weiß auch nicht, warum ich mal Tüte sagen möchte. Es ist eine Tube. Messbecher natürlich wieder einsetzen. Und das Ganze verrühren wir jetzt für 30 Sekunden. Auf Motorstufe 3. Also ihr könnt euren Backofen schon mal vorheizen auf 180 Grad. Es steht aber nicht bei, ob Ober-Unterhitze oder Umluft. Ich nehme Umluft. Dann nehmen wir jetzt eben den Messbecher einmal raus, damit das jetzt nicht so rumspritzt oder soppt. Gut, als nächstes müssen wir erstmal hingehen. Schauen wir mal, ob ich das so hinkriege, weil jetzt müssen wir unseren Klingenschutz einsetzen und den Rühreinsatz. Aber da das ja keine heiße Masse ist, dürfte das gehen. Ich lasse es relativ weit nach vorne kommen, dann kann ich die großen Messer besser sehen. Und dann kann ich es einfach aufsetzen. So, das hat geklappt. Sehr schön. Gut, als nächstes geben wir den Reis und unsere Zwiebelsuppe dazu. So, für den Reis nehme ich einen sauberen Messbecher. Wenn ihr keinen zweiten Messbecher habt, dann könnt ihr es ja vorher einmal fertig machen und in ein Schälchen umfüllen und beiseite stellen. Okay, da war noch was drin. Den Deckel wieder drauf geben. Auch wieder gut verschließen, damit nichts rausspritzt. Und das Ganze stellen wir jetzt nochmal für 25 Sekunden an, dass das schön verrührt wird. Und Motorstufe 2. Ja, das Ganze ist schon fertig. Ich habe eine kleine Auflaufform genommen, da habe ich mein Fleisch schon reingelegt. Und jetzt wird das einfach drüber hergegossen. Ich zeige euch mal, wie es im Mixtopf ausschaut. So sieht es aus. Ich hole mir eben meinen Schaber wieder dazu. Kann ich am Topfrand noch mal so ein bisschen runterschieben. Gut, und dann einfach über das Fleisch drüber hergießen. Passt wunderbar mit der Größe der Form. So, jetzt nehme ich meinen Rühraufsatz kurz raus. Dann komme ich an die restlichen Sachen auch noch ab. Da bleibt ja auch sonst immer ein bisschen was hängen. Einfach für 50 Minuten in den vorgeheizten Backofen und dann könnt ihr es euch schon schmecken lassen. Ich werde euch dann gleich wieder
am Ende des Videos ein Foto anfügen von meinem fertigen Ergebnis. Daher wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.